So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hell and Loose. Heute mit mir, dem Crusader auf der wunderschönen Karte. Oder ich weiß gar nicht, ob sie so wunderschön ist. Remagen, ja. Remagen. Und wir spielen hier einfach mal den Panzerabwehrschützen mit der Satchel. Die Satchel ist nice. Und es ist die Offensive-Variante von Remagen. Das heißt, wir müssen jetzt Hagelkreuz verteidigen. Könnte echt ganz cool werden. Vor allen Dingen Offensive spiele ich eigentlich immer echt gerne. Ja, doch, wir behalten mal die Klasse. Gefällt mir in dem Sinne auch gut. In einer Minute geht's los. Solange habt ihr Zeit, diesen Channel zu abonnieren und zu liken. Unten ist der Button, einfach mal draufklicken. Lasst Liebe da, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, das gibt wieder ein paar tausend Klicks. Ab 100 Daumen kommt nochmal ein Video aus der Normalie. Ein Real-Life-Video. Wenn ihr 100 Mal diesen Daumen hochkriegt hier unter diesem Video, was ich einfach nur mal hoffe, dass das irgendwie klappen könnte, dann lade ich noch ein Real-Life-Normandie-Video hoch. Beziehungsweise ich habe schon eins oben. Ich habe die Purple Heartlane schon fertig. Ich habe sie nur noch nicht hochgeladen. Ich wollte immer mal ein paar mehr davon machen. Hat sich bisher nicht so ganz ergeben, weil mir das nötige Equipment beziehungsweise die nötige Ausstattung hier ein bisschen zum Schneiden gefehlt hat. Werde ich aber definitiv so oder so noch nachholen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der neuen Karte Remagen. Ich finde diesen einen Übergang an der Brücke, das ist so ungünstig gewählt. Der Gegner wird da nicht rüberkommen. Mit einer Airhead vielleicht, aber ich meine, seht euch den Abschnitt an, wo die Airhead landen kann. Die kann nur in diesem Bereich hier landen. Der Abschnitt ist nicht groß, der ist winzig. Ab geht's an die Front. Hagelkreuz. We can try it. Maybe it works. Let's try. Bauernhof am Rhein ist der zweite Punkt. Wird schwierig, den zu halten. Da bin ich ganz ehrlich. Die Brücke an sich zu halten könnte möglich sein. Muss aber nicht unbedingt. Noch cappt der Gegner nicht an. Was eigentlich ganz gut ist. Nein, nee. Oh nein. Und bitte sag, dass der sein OP dahin gestellt hat. Bitte. Ich meine, wir haben ja gut vorgedrückt. Die sind alle an der Mauer stehen geblieben. Wir sind in dem Hof noch drin. Das heißt, wir haben eigentlich den Vorteil. Bitte lass den Offi sein OP dahin gestellt haben. Und er hat ihn nicht dahin gestellt. Why the OP is so far away from Hagelkreuz? Because we don't can hold it. Alter, so weit weg. Der Zoom hat das Naked Squad offen. Muss ich mal antworten, dass ich gleich hier komme. Kommen wir gleich. Es ist so schade, dass dieser Punkt jetzt einfach aufgegeben worden ist. Ich komm gleich zu dir, wenn ich tot bin, Zoom. Platz hier nicht möglich. Wieso nicht? Hier geht's. Hier nicht.
Hä, hey, was soll der Mist? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aber okay. Yeah, I know. Really difficult at night. I find the night maps a bit bullshit, to be honest. I took out the recon team on the bridge. They just drove up here with the... On the night maps, you can turn your brightness to 200. It's basically... Halt, die machen in der Nacht einfach das Brightness hoch. Das erklärt, warum ich nachts so schlecht arbeiten konnte und der Gegner halt so gut. Nein, ah, er schießt mir noch ins Kreuz. Verdammt. Na gut, meine 4 Minen gelegt. Ich gehe jetzt mal schnell rüber zu Zoom und gucke mir das aus seinem Squad aus an. Na, ich hoffe, der hat seinen OP besser gestellt als mein Team jetzt. Negget hat er aufgemacht, sagt er. Okay, das ist auch ein offenes Squad. Hallo? Hallo? Hallo! So begrüßt man sich bei Core. Das ist natürlich nur ein kleiner Scherz. Ja, ist okay, aber sind jetzt irgendwie keine Weltveränderungen, Neuerungen drin. Also ich hätte erwartet, dass da irgendwie mal was Krasseres drin ist, aber ja, es ist ziemlich bei den Basics geblieben. Ist nicht schlecht, es laggt nicht mehr so krass, es lässt sich gut spielen. Also kein Problem. Ein bisschen mehr Variation durch die Nachtmaps, ja. Aber wenn du Brightness auf 200 stellst, ist es wie bei Tag. Kein Unterschied. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Ich habe gehofft, so Remagen kennt man ja jetzt schon. Okay, wir kriegen jetzt Remagen, eine neue Karte und Omaha kriegen wir mit Offensive-Modus. Also Omaha ist halt noch eine Karte, die können wir kommt noch spielen. Aber ansonsten so großartig Neues gibt es nicht. Ja, aber was ich schon gesehen habe, ist, man kann hinten wieder auf den Panzern mitfahren und so. Also das gibt dann doch nochmal eine neue taktische Würze. Also in den Comp-Spielen ist vieles da. Jetzt für ein Public, Casual, Standardspiel ist wenig da. Ja, die neue Mechanik, dass man sich ducken kann, finde ich halt sehr interessant. Ja, man kann irgendwie wieder sich ins Fahrzeug reinducken oder sowas und dann gibt es da die Option, das könnte man ja rein theoretisch bei den Panzern auch machen, dann könnten die Fahrer oben rausgucken. Das ist halt eine schöne Idee, aber halt fürs normale Public-Spiel ist halt auch nicht unbedingt förderlich. Das ist egal. Ja, wie gesagt, cool wäre es, wenn man die Hardcore 150 haben könnte, dann die, aber dafür nicht das Spawn halt, ne? Ja, das hätte auch was. Und dann würde er sogar echt was bringen, glaube ich. Da hat ganz klar einer überlebt. Oder SMG hat sich wegschnabuliert, die beiden, aber... Ich glaube, da krabbelt noch einer. Ist zerstört.
Vielleicht von uns da auch einer. Zwei. Oh, ich habe eben zwei mit der Schrotflinte reingedrückt gekriegt und ich lebe noch. Die Shotgun hat übel Bock auf mich. Ach, jetzt hab ich das umgehen, Mist. Ich hab da noch eine Mine hingelegt. Überall habe ich da meine Antipanzerminen verteilt. 10, das KT 2,5 zu 4. Times given up. 4. Okay, kann man mit leben. Aber der Gegner sollte mal langsam ins Angreifen kommen. Genau auf Ping hinter der Mauer. Jetzt nicht mehr. Auf Ping wieder hockt einer. Krabbelt. Ah, doch, hat einen Headshot. Noch einer. Ah, der ist auch tot. Half-Track angefahren. Oh, das klingt aber gut. Oh nein, ich wollte ihn. Ja, erster Kill im Half-Track. Ha! Hat ihn rausgeschossen. Das ist dann blau, das Halbcheck. Interessant. Halbcheck explodiert gleich. Erwischt? Wie geht das denn? Das ist ja schön. Ab Half-Track?
Ja, da steht in der Todeszone in der Tank. Nee. Wenn der nicht vorfährt, dann ist auch egal. Leg hier ein paar Minen hin. So, hab das AT-Laut dort. Eigentlich, ich hab eh überall Minen verteilt, der müsste eigentlich sterben. Wenn der irgendwie ein bisschen vorfährt, da sollte alles voll liegen. Wer hat denn die Satchel getötet? 18. Wie jetzt? Infanteriebeschüsse auf einmal oder was? 3,6. Kill-Serie. Treffer-Serie 8. 8. Ich glaube, meine Satchel hat eben 8 Mann auf einmal gekillt. Ja, ja, an dem Hive-Track. Kurz bevor es explodiert ist. Der Panzer fährt jetzt richtig weit zurück, also da werde ich nicht mal mit der AT hitten können. Die Seite hat er mir gar nicht zugedreht. Wie hat denn der andere das gemacht? Lol. Ah, der ist dann noch. Hä, wie hat denn der jetzt getroffen? Hat er von vorne den zerstört? Wie sie Kurs gelöst haben, finde ich interessant, mit den ganzen Panzerwracks, die da überall rumstehen, die jetzt mehr Deckung geben. Das sieht geil aus. Ja, Kursk hat jetzt gute Cover, weil, weil die jetzt relativ viele Panzerwracks auf die Karte gepackt haben. Und dann kannst du immer von Wrack zu Wrack laufen, so wie ich das früher schon machen wollte mit unseren Panzern auf den offenen Karten. Dass die einfach platzen, damit man die Wracks als Deckung hat. Sowas haben die jetzt halt so implementiert. Finde ich echt gut gelöst. Hey, guck dir das mal an, auf der Karte. Die haben 2 Packs oben auf dem Berg installiert. Ja. Scheiße, ey. Mit denen kannst du über die ganze Map schießen. Voll geil. Die Brücke ist auch schon absolut krank abgesichert. Ping ist einer sehr close. Er guckt auf jeden Fall in deine Richtung. Ach, du bist da schon tot, okay. Ja, da ist er im Gekröse. Die bewegen sich auch nur sehr langsam da fort. Okay, die K ist unfassbar präzise wieder. Die ist richtig krank. Ah, die Sniper ist auch krank. Die Sniper hatten jetzt ein extrem übertrieben großes Scope. Da brauchst du jetzt echt schon tatsächlich manchmal den Spotter zu, damit er den Ping, damit du weißt, wo du hinscopen musst am Anfang. Aber präzise ist sie auch. Ja, das habe ich auch das Gefühl. Mensch, oh Mann. Shots hit 74. Wo ist meine Akkurasi? 26%. Mit der MP ist auch ein bisschen was dabei. Also eigentlich gut. Unter der Brücke, okay. Sieht man den vom OP aus? Ja. Ich sehe ihn aber nicht. Ach, der steht an der rechten. Nee, den kann ich mir jetzt nicht. Ich muss erst darüber laufen, damit ich den kriege. Ich hab keinen. Oh, da rennt. Ich hab ihn. OP hab ich.
Nee, ich hab Meldung gekriegt, OP zerstört. Könnte sagen, er steht da noch. Was? Ja, komisch. Was hab ich denn erwischt? Also da. Ich weiß nicht, ob die zwei OPs waren. Ich kann da nicht. Schieß nochmal drunter. Die müssen ja zwei haben, dahinter spawnen ja auch immer noch welche, da steht bestimmt mehr als einer. Das sieht den ja sogar, ne? Jetzt krieg ich keinen Winkel mehr drauf. Ach, Mist. Nee, unter der Brücke steht keiner mehr. Okay, die auf der Brücke haben auch nicht schlechtes Aim. Der Typ da oben hat schon jetzt ganz gut reingehittet. Ja, mit der MP wäre ich da trotzdem wieder durchgekommen und hätte sogar noch eine Satchel darunter gepackt, dann wären alle da an der Brücke gestorben. Und das werde ich jetzt auch machen, so. Das Satchel, das geht einfach nochmal eine Stufe mehr rein. Zwar leider darunter auf jeden Fall die Accuracy, ist ganz klar, so, wenn du mit der Satchel und der MP spielst, aber mir egal. Also hinter der Brücke steht noch entweder ein OP oder eine Garnison oder sowas. Da kommen immer noch so viele an. Unter der Brücke ist aber nichts mehr. Zoom wurde von links eliminiert. Das ist schlecht, weil linke Seite MP ist Reichweite. Und das ist schlecht. Das kann ich höchstens im Notfall machen. Nein, ah. Was hätte ich dann gekämpft? Sowas Ärgerliches. Und wieder rein da. Attacker, 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 Attacker. Eieiei. Alter, guck dir das mal an. Der Spotter hat da geschossen. Ey, so viele rote Klicks. Ja. Die FPS, die leer in der Luft ist, das ist unheilig. Also das alles. Ne, bei mir geht's, ich laufe jetzt mit 160 rum. Das ist schon okay, also bei mir läuft's rund. Ich muss mal gucken, gleich wenn ich spawne, da an der Ecke ist ja auch relativ viel los, wo wir da sind. Wie viel ich da noch habe, wenn ich direkt hingucke. Ja, der fängt doch an übel zu lecken, krass. Ja, OP ist gleich weg. Wo ist der den OP rot macht? Das Witzige ist, die Leute stellen auf der Nachtmap ihre Brightness hoch und vergessen sie jetzt wieder runterzustellen, deswegen sehen die auf der Karte gerade schlechter. Hm.
Die gönnen sich richtig. Macht es fast mehr Sinn, mit einem Karabiner tatsächlich drauf zu zielen, weil, jetzt mal ganz im Ernst, was bringt mir das mit einem MP? Die schießen da über so weite Reichweiten. Der campt jetzt nur noch ab. Der sitzt da und macht hold the line und campt halt ab. Bringt nichts, ist nutzlos, aber macht halt trotzdem. Ich gehe mir mal kurz mit Supplies rein. Ich stelle mir da selber mal eine Pack hin und beschieße sie jetzt mit einem Pack. Wenn sie ja kämpfen wollen, sollen sie machen. Say hello to my little friend, würde ich dann mal sagen. Und dann mit der Pack schon ein bisschen reinbrinezeln. Und dann, shit, da kommt irgendwo ein Tank wieder an. Jetzt hat er mich wieder erschossen. Campt also richtig schön da ab. Gibt es die absolute Camper-Gönnung? So, Pionier, Panzerabwehr. Dann haben wir hier das Kit. Genau, das brauchen wir. Dann spawnen wir da unten. Und so Gott will. Und mit den helfenden Kräften von den Einheiten, die ich gerade habe, habe ich gleich die Möglichkeit, eine wunderschöne Pack dahin zu zimmern. So dass der Herr, der mich da besniped, gerade gleich gar keinen Bock mehr auf sein Leben hat, einfach mal eine Pack steht, die ihn beschießt. Okay. Oh, so passt ungefähr. Die steht schon mal. Da wo der Rauch ist, habe ich gerade 5 Mann erschossen. Kommt wahrscheinlich auch noch was. Auf einmal ist er nicht mehr so mutig und beschießt mich da. Ich kann auch snipern mit meiner Pack. Leute, was ist das? Ich hab die Besatzung rausgeschossen, aber der Half-Truck lebt noch. Okay, ist zerstört. Der fährt einfach vor meinem Pack! Was ist los mit den Leuten? Ja, shit. Der nächste mal einen Pack weggeholt. Ich bohre einen Pack hin, wie ich wird besniped. Und anstatt einfach zurück zu snipen, baue ich halt direkt eine Pack und beschieße sie damit. Voll gut. Ups, ich hör dich leider gar nicht. Erzähl das nicht. Ich glaube, dass ich... Alles gut.
Ja, meine Nate hat schon. Ach shit, da war noch einer rechts. Ach ja, die werden hier schön wegbrennen, die Gegner. In 3 Minuten ist das Ding auch um und die sind nicht mehr in die Nähe unseres nächsten Punktes gekommen. Unser Team will das hier zurückfallen, damit wir bis zur Brücke noch spielen können. Ja, Rückzug zur Hölle. Was soll's? Brücke ist sowieso Feierabend. Die einzige Map, wo Diskussionen losgehen, ob man auch weiter zurückfällt, weil klar ist, dass die Karte sowieso durch ist. Bild Gary on Rhein, also auf dem Rhein eine Garnison bauen. Wie soll denn das gehen? Kann man auf dem Wasser Garnisonen hier bauen? Ich glaube nicht. Ich meine, ich würde es nicht ausschließen, aber kann ja sein. Sie cappen jetzt an. Die fallen echt zurück. Das glaube ich nicht. Wahnsinn. Ja, hier fährt ein Panzer rein. Ach, das glaube ich jetzt nicht, ey. Das Spiel kürzlich verlängert, ey. Oh, Mann. So, ich werde mal versuchen, mit einer Satchel reinzugehen. Behalten, zack. Spawn. Achso, die First Spawn Gary steht auch in dem Punkt drin. Das heißt, der Spawn-Momentum ist da 10 Sekunden. Das ist aber ein bisschen verbuggt. Du darfst auch nicht die Anfangskarte in den Punkt legen und dann die Spawnzeit verkürzen. Das ist nicht gut. Oh, Mist. Garni gleich auch. Ich will aber noch an den Panzer ran. Ich will an den Panzer. Bitte lass mich an den Panzer. Ich will noch den Panzerkill haben. Bitte. Komm schon. Oh nee. Und der OP steht und der steht keine 20 mehr. Und das andere Ding hier auch nicht. Aber Rhein gar nicht steht. Super. Bauernhof am Rhein, ey. Warum willst du die Scheiße? Wieso willst du die decken, ey? Wieso willst du da überhaupt hin? Verstehe ich nicht. Vor allen Dingen, wenn sie das gecapped haben, können sie eine Airhead-Garnison auf die andere Flussseite werfen und dann wird's halt echt eklig. Ja? Ja, mach das. Kannst ja einfach switchen. Ich glaube nicht, dass du packst den OP hier noch irgendwo in einen der Bunkergebäude rein und dann nimmt das irgendwie. Ich habe ja die Möglichkeit, hier Engie zu nehmen. Ich will mal wissen, was ich auf der Brücke kann. Ich Panzerminen überall setzen, das ist interessant. Aber kann ich auf der Brücke belgische Tore bauen? Ja, das werde ich gleich machen. Also die Panzerminen, die fliegen teilweise auf der Brücke. Aber man kann sie nicht verstecken, weil sie einfach rumfliegen. Ich switch mal, ich versetze mal kurz und schaue mir mal kurz eine andere Klasse und teste das mal kurz aus. Boah, es ist dunkel im Wasser. So, jetzt bin ich mal gespannt, ey. Kann ich in der Brücke so richtig krasse Defense irgendwie raufzimmern oder nicht? Geht das? Mal gucken. Wir werden es gleich sehen, aber vielleicht doch nicht, weil wir schon auf der anderen Seite sind. Das ist echt ärgerlich. Rolle ändern. Pionier. Zack. Bestätigen. Spawnen.
Boah, jetzt sind wir zurückgefallen bis auf die andere Seite der Brücke. Das ist schon mal sehr gut. Wir müssen jetzt hier mal da die Brücke treffen, ne? Ja, aber die dürfen jetzt auch keine Airhead einfach auf unsere Seite ballern. Das können sie jetzt auch machen. Weil die werden definitiv mit der Airhead auf die andere Seite kommen. Zwei Felder in Weiß kannst du ja setzen. Ja, die können zwei Felder bei uns reinsetzen, glaube ich, oder? Können sie nur in Rot. Nee, die können nicht in Rot. Das würde mich sehr wundern. Also wenn du auf der anderen Seite in den Gebäuden stehst, dann bist du jetzt besser dran. Wirst du gleich mehr Kills machen, als wenn du hier auf unserer Seite bist. Oh, und die ganzen Vorräte liegen auf der anderen Seite. Wusstest du, dass man diese Bögen von innen hochgehen kann, diese Brückenbögen? Kannst du gut snipern, aber stirbst auch schnell. Ich kann auf der Brücke auch andere Sachen setzen. Kann ich eine Mauer gerade hinsetzen? Ne, eine Mauer geht anscheinend nicht. Aber ich kann Dings da hinbauen, hier Repair Station und sowas. Genau in die Mitte kann ich setzen. Personalstärke geht nicht, Munition geht. Und Instandsetzung? Instandsetzung geht nicht, weil es zu breit ist. Die Reifen sind zu breit. Wieso zum Teufel geht die Mauer nicht? Warum geht denn hier eine Mauer nicht? Das finde ich schade. Da eine Seite? Nee, da geht auch nur Personal. Ah, die andere Seite wird jetzt schon bekämpft. Also ein Leben hat man vielleicht noch, um rüberzukommen. Danach ist vorbei. Danach haben die andere Seite safe. Was meinst du? Man hat noch ein Leben Zeit, auf die Brücke drauf zu kommen. Danach werden sie anfangen, die Brücke so bis zu unserer Seite, wo wir spawnen, einzurennen. Steht schon, das MG steht schon links oben im Gebäude, steht schon drin und warten. Ich stehe unten, ich würde sehen, wenn ich darüber wollte, werde ich garantiert gleich von einem der Türme beschossen. Hier geht vielleicht noch ein bisschen was. Das sieht noch okay hier aus, aber. Ich sehe jetzt auch keinen mehr in den Bunkergebäuden da links und rechts drin. Gut sein, dass das schon dem Feind da gehört. Es gibt auch schon eine erste auf der Brücke um. Die ist hier auch schon beschossen. Die dritte Etage ist wahrscheinlich noch ein bisschen chillig hier lang zu laufen. Oh, geht noch. Ist okay. Ja, da kamen jetzt schon die ersten. Was weiß ich, was das hier für Schüsse waren. Ja, unsere eigenen MGs halt voll so auf uns drauf, ey. Ja. Die sind bereits auf unserer Flussseite. Ja, durch eine Airhead. Ich aber. Junge, der Panzer hat jetzt den richtigen Winkel und schießt einfach voll in die Türme rein. Nein! Ah, ich hab's bei einem Turm geschafft. Ah, schade. Schade! Ah. Mann, oh! Ach Mensch, jetzt muss ich da wieder komplett über die Brücke laufen. Oh. Du glaubst doch wohl nicht. Ich schmeiß instant eine Airhead drüber, ey. Oh, guck mal, unten ist schon jede Menge los schon. Ich hab doch gesagt, ich schmeiß sofort eine Airhead im Boot bereit und komm rüber.
Da gerade wieder irgendwas gebaut. Ja, hinter mir auch. Ist alles voll. Die haben da Airhead, Garnison, die haben da alle stehen. Damit sie ja nicht über die Scheißbrücke müssen. Mies ist jetzt, wenn wir sie aus der Ecke da verdrängen und sie dann doch auf der Brücke spawnen müssen. Das wäre dann hart. Aber ich glaube, das wird schwierig. Die werden alles tun, um die Ecke da zu halten. Hilf mal mir mit dem besten Buschen. Mach ich schon. Nämlich da eben schon erschossen. Die sind da gut unterwegs. Die sind da komplett als Masse drin. Okay. Ey, die werden da von allen Seiten komplett penetriert. Die haben sich einen Pack dahin gebaut. Aha. Und da steht die Garni, direkt in der Pack. Ich bin an der Garni. Da steht noch einer an der Pack dran. Warte, ich leg die Satchel an die Garni und beobachte den Typen an der Pack. Er ist ausgestiegen, hab ihn. Schade. Okay, ich bin tot. Satchel liegt an der Garni, vorsichtig. Die wird gleich gesprengt, die Garni. Ja, und Björk. Das können aber nur noch OPs sein. Garnis können sie nicht mehr setzen in dem Bereich da unten. Die Leute drehen voll durch an der Brücke. In den Schüssen von hinten. Und 43, keiner mehr gespawnt eben gerade, leider. Naja, gut. Oh Junge, ist da viel rot. Wie geht das denn? Die haben eine Red Zone gebaut. Irgendwo muss eine Red Zone stehen. Ich habe einen OP zerstört. So gut, man kann den Berg einfach hochrennen. Ich würde die Karte gerne bei Nacht, ohne Nebel, ohne Marker, mit Friendly Fire spielen. Hier ist noch ein OP.
Hinten wird weggekappt. Was ist da los? Noch ein OP. Ich hab noch ein OP. Ach, da steht auch noch ein OP bei Ping. Ja, da liegt noch einer dran. Oh, oh. Okay, OP ist auch zerstört. Ja, gut. Also langsam müsste die Brücke wieder an Attraktivität zunehmen. Aber wahrscheinlich ist hier irgendwo noch eine gammelige Red Zone. Ja, bei mir auch. Also viele OPs, wie da jetzt flöten gegangen sind und so, so viel kann eigentlich nicht mehr auf unserer Seite sein. Wenn die keine Redstone-Garnison irgendwo haben, kann da nicht viel sein. Ich nehme mal wieder so viel. Wobei, solange der Pixel Moxie da drüben rumeiert, glaube ich auch nicht, dass da so viel rumrennt. Aber eigentlich müssten sie langsam, weil ich habe jetzt 5 OPs sind da jetzt rausgenommen worden. Genau 5 Stück. Plus die eine Garni, die da stand. Also die sollten schon eigentlich ganz gut Stress jetzt haben. Auf jeden Fall gehe ich mal davon aus, weil so im Großen kannst du so viel geht da eigentlich nicht mehr. 30 durch die Fahrzeuge. Ich sag mal, wie viel bin ich drin? So ein Recon-Tank an Punkten. Panzer habe ich glaube ich nicht zerstört. Also so ein Aufklärungsteil da. Ich habe 37 Combat-Punkte. Das erscheint mir ein bisschen viel. Ich habe 40 Kills. Ah, wie sieht es unten links in der Ecke aus? Hier ist halt irgendwie gar nichts los auf der Brücke. Ja, doch im Untergrund der Brücke scheint was zu sein. Okay. Mies ausgespielt. Fertig ausrüstens. Die Brücke macht so richtig knatschende Geräusche. So metallern Knatschen. Klingt gruselig.
Ja, irgendwo muss eine Red Zone Garnison sein. Hier ist, es ist kein Mensch auf der Flussseite, also hier ist keiner. Doch, hier bei mir. Ja, bei dir. Der Panzer wird von den Packs komplett zerschossen und der ist bisher noch nicht über die Brücke gefahren. Krass, das sieht echt mega krass aus. Die schießen den zwischen Turm und die schießen in den Ring zwischen Turm und Wanne. Und es funktioniert. Die. Ich glaube, die Panzer haben neue Hitboxen. So wie das eben aussah. Krass. Da fährt hier ein Spawnfahrzeug rum. Aha, wird langsam interessant hier. Oh, wow. Oh Gott, die Packs. Oh Gott. Unser OP blinkt noch. Nee, nicht mal Infanterie. Totenstill bei der Brücke. Die haben eine rote Zone, Garnison irgendwo noch stehen, unten im Süden. Bei Option ist es ja auch immer noch ein Marker. Dass der Infanterie ja kommt, wahrscheinlich ist da irgendwie ihre Garni oder sowas. Da schießt auch immer noch was da unten am Wasser, steht noch was. Ich sehe auch über feindliche Infanterie. Das ist deutlich. Oh, hier war ein feindlicher Außenposten in unserer Brückenhälfte. Ich kann eins unserer Half-Tracks lang. Jo. Unser Tiger steht an ihrer Garni. Der ist dagegen gefahren und reizt nicht. Nein, fuck. Der Tiger steht an der Garni. Der ist auf die Garni draufgefahren. Ich
Der soll einfach. Kannst du dir mal sagen, dass er einfach mal vor sich in den Boden schießen soll? Oh, verdammt. Er stackt halt an der Garni und weiß nicht, was los ist. Jetzt ist der Panzer leer. Verdammt. Das ist so. Oh Gott! Er stackt halt an der Garni! Oh Mann, ey! Verlässt dann seinen Panzer, was ist los mit ihm? Er stackt an der Garni, reizt nicht und verlässt den Panzer und rennt weg. Aber jetzt steht Hau direkt daneben, das ist gut, ich glaube, der hat es gesehen. Ja, wir werden hinten wieder angekappt, ganz schlecht. Not good, not good. Nein, oh, und ich wurde überfahren. Scheiße. Oh Mann. Oh, warum? Wieso? Warum tue ich mir das an? Ich weiß. So behindert. Es ist so dumm. Es ist einfach nur so blöd. Ich wäre jetzt so gerne in den Half-Track hinten mal eingestiegen und hätte das MG so gerne mal bedient. Das ist ja auch ein 42er, so wie das aussieht. Ja, da ist der Panzer gerade weggeflogen. Infanteristen hinter der Garni. Da steht auch noch irgendwas. Ja, also hinter unserer Garni ist auf jeden Fall noch ein Spawn von denen. Close. In der Nähe des Punktes. Direkt im Osten steht ganz close was, wenn man dann in die Talsenke reinrennt. Wo Doc gerade hinrennt, da steht auf jeden Fall ein Spawn von denen. Ja, man kann sich schon noch bewegen, von daher. Noch kann man es managen. Jetzt wird es langsam halt tricky, weil sie sind oben auf dem Berg und von dort aus können sie unsere Garni halt auch sehen, ne? Und sie selber haben aber auch wahrscheinlich eine Garni da. Well, Bridge Battle war so Flop, lol. Ja, Bridge Battle war so ein riesen Flop, weil es gab gar kein Bridge Battle. Die hatten halt eine Garni direkt auf unserer Seite über eine Airhead und ja, hätte ich genauso gemacht. Nein, jetzt haben sie mich. Die Stuka war exakt auf die Garnison, die wir da noch hatten. Das haben sie jetzt echt gut gelöst. Beide Seiten, sie kommen von beiden Seiten. Ja, nicht gut. Not good, not good.
Okay, die eine Seite ist jetzt relativ clear. Die östliche ist okay. In 3 Minuten und ein bisschen Manpower später ist es dann auch vorbei. Okay, was war das jetzt? Was für eine komische Explosion. Ich glaube, es muss richtig Bock machen, bei den Deutschen in Half-Track zu spielen, wenn man gegen die Russen spielt und die keine Panzerabwehrwaffen haben. Ja, dann müsste ich halt wahrscheinlich 8 Mal hitten mit deinem Panzerabwehrfenster, ne? Ja, und wenn du mit einem MG42 da oben im Turm sitzt und dann rumfährst, das glaube ich aber trotzdem richtig. Der Fahrer da roadkillt und das MG wie bekloppt rumballert, das ist glaube ich richtig lustig. Ich glaube, ich steuere nochmal so ein LKW über die Klippe und gucke mal, was jetzt mit dem Fahrzeugfallschaden ist, wie krass der ist. Ob der überhaupt da ist oder ob es da gar keinen gibt. Ein Fahrzeugfallschaden soll ja drin sein. Glaube ich nicht. Gucke ich mal. Idee, es gibt Fahrzeugfallschaden? Schreibt es mal unten in die Comments rein. Was ist da unten noch wegen einem Atela? Oh, ich wurde am Spawn erschossen. Okay, gut. Das wohl nicht, weil ich schon wieder tot bin. Come on, lass mich spawnen. Ah, schon vorbei. Okay, nice. Nice, nice. Achsenmächte gewinnen. Gucken wir uns mal die Statistik an. 58 Kills, der längste war 117 Meter. Teamkills habe ich 2 gemacht, wahrscheinlich mit einer Satchel. KD 1,87, auch durch die Satchels. Trefferserie von 8, war auch mit einer Satchel. Ne, hier steht Satchel Kills 2. Ich habe nur 2 mit der Satchel getötet. Also habe ich den Rest mit der MP getötet oder mit sonstigen. Minenkills, einer. Okay. Shots hit, 184. Finde ich gut. Wo steht die Akkurati? Hier 27%. Geht eigentlich. Interessante Statistik. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.